Mann. So. Ich gebe nicht auf. Der Weg ist das Ziel, aber ich will den ganzen Weg. Hier ist die Mühle Hubertsdorf oder Hubertsdorf. Mal gucken, wo wir hier hin oder durch müssen. Sehr wenig Fischtreppe hoch. Oh, hier Remunerierungsmaßnahmen der Schwartau. Das Schwartau-Auen-Projekt. Das findet hier statt. Hier soll der Flusslauf der Schwartau soll wieder möglichst natürlich hergestellt werden. Oh, ist noch nichts zu sehen. Oh, Kajakwagen packen und runter, ne? So, Hubertsdorfer Mühle umgetragen. Eine schöne Stelle, um wieder einzusteigen. Ja, ansonsten geht das hier insgesamt nicht so gut. Aber das ist nicht schlimm. Nur ein bisschen durchkämpfen und so. Aber das ist nicht so dramatisch. 13,9 Kilometer haben wir jetzt geschafft. Ich bin aktuell ziemlich zuversichtlich, dass ich die Schwartau bzw. die Trave erreiche. Konditionell könnte das vielleicht nochmal ein Problem werden. Ich weiß jetzt auch nicht. Weil eigentlich soll ja das auch das schlimmste Stück jetzt sein. Von daher, mal gucken, ich habe ja eine halbe Stunde keinen Bock mehr. Ansonsten geht es jetzt erstmal weiter. Ach, die Sonne scheint wieder so herrlich. Das ist wirklich schön, das ist ein Genuss. Vorne kommen wir gleich an der Baustelle vorbei, wo sie dabei sind, die Schwartau wieder zu renaturieren. Ich gehe wieder dazu. Die Schwartau ist hier begradigt worden. Dadurch entwässert das Land zu schnell und die Fische haben keine Möglichkeit, sich irgendwie anzusiedeln und so. Man will eben wieder versuchen. Oh, hier vorne kann man richtig gut sehen, seht ihr das? Diese Kante, vor ein paar Tagen ist das noch deutlich höher gewesen. Ich denke mal, die werden auch ordentlich Wasser abgelassen haben an der Hubertsdorfer Mühle. Da ist nämlich auf dem Gangbild ein ganz schöner Step-Down drin gewesen. Wenn ich mir das so angucke, ist das vielleicht sogar gar nicht mal so unnormal. Ja. Ist interessant hier. Ich denke mal, hier rechts wird es wohl weitergehen. Sicher? Wir haben beide Möglichkeiten mit. Kann auch sein, dass das wieder angeschlossen ist. Das ist auch dran. Ich habe mich leider Gottes auch mit dem Bereich hier gar nicht so sehr auseinandergesetzt, wie ich es hätte vielleicht machen müssen oder sollen.
Dass hier auch jemand langfährt, der frei schneidet, das wäre eigentlich ganz cool. Ansonsten sieht es vielleicht nochmal ganz alt aus, das wäre schlecht. Ja, hier sieht man eben das Projekt. Das hier ist gut umzusetzen. Ich schwöre auch wieder in natürliche Bahnen zu lenken. Ich denke mal, dass sie wahrscheinlich dennoch später wieder sich selbst überlassen bleibt. Denn ähnlich wie die Träne bei, ich glaube, bei Langstedt, denn hier dort wieder, also hier wieder dann auch wieder durch die Wiese mändern kann und so einen schönen Lebensraum für Tiere bietet. Auch hier an der Seite kann man wieder sehen, dass letztens der Pegel noch deutlich höher gewesen ist, vielleicht sogar gestern. Habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Ich glaube, der untere ist sogar ausgeschaltet von der Oberstdorfer Linie. Ich glaube, der zeigt gar nichts an. Sauberer Paddel. Doch, inzwischen lange her, dass wir das letzte Mal unterwegs gewesen sind. Bin mit Hannes das letzte Mal im Oktober unterwegs gewesen. Ich glaube, am 10. Oktober war es. Oder wollten wir ursprünglich am 10. Oktober? Eigentlich wollten wir am 3. Oktober. Ich glaube, wir haben das zweimal verschoben. Ich glaube, einmal wegen Zeit und einmal wegen Wetter. Wetter war eigentlich ganz gut, das zu verschieben, die Eider-Tour, weil das hätte keinen Spaß gemacht. Das wäre unschön geworden. Wir haben so schon irre viele Aufsetzer gehabt auf der Eider-Tour. Die letzten 6 Kilometer, das war schon so feierlich. Das war echt krass. 5 Meter paddeln, 5 Meter über den Grund schraben. Ist das die Autobahn, die man da hört? Hört ihr das? Ganz leicht. Ich meine, man sieht die Spartau vom Zug aus. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das die Schwartau ist, die man da im Wald fließen sieht. Wenn man mit dem Zug von Pönitz nach Schwartau fährt oder von Kiel nach Lübeck. Die Schwartau fließt hier schön natürlich lang, aber der Fluss hier fließt natürlicherweise nicht geradeaus. Der Fluss fließt mal oben. Entsprechend kann man eigentlich hier nicht von einem Flusslauf sprechen. Weil der Fluss natürlich auch gar nicht so furchtbar viel mehr Raum hatte, ist wahrscheinlich relativ. Und normalerweise ein Fluss, der gerade ausfließt, wenn man fast darauf verlassen, dass es kein natürlicher Flussverlauf ist. Mal irgendjemand irgendwas gebaut. Hat sich gar nicht so. Anders, wenn man das so sieht.
wieder los, ja. Das ist jetzt der Abschnitt. Muss immer aufpassen, wenn ein Baumhindernis vorbei paddelt, passiert, wie auch immer, dass man nicht gegen den Baum gegengespült wird. Weil instinktiv, könnte man eigentlich fast sagen, dass man dann instinktiv kentert, weil einem die Strömung gegen den Baum drückt. Und fälschlicherweise dann gegen die Strömung lehnt. Dann umkippt bzw. kentert. Das geht ganz schnell. Das wird noch nicht passiert. Und das soll heute auch nicht passieren. Oh. Schal ist auch so eine Sache am Klangfuß. Ich habe keinen Schal, ich habe einen so einen Schlupfschal habe ich um. Mit dem wäre ich eben fast hängen geblieben. Bzw. ist hängen geblieben. Der Ast war nicht so groß und ist abgebrochen. Nein, solche Baumhindernisse sind natürlich nervig, weil sie auch irre viel Zeit kosten. Aber ich meine lieber sowas als dieses Kleingestrüpp, was wir vorher hatten. Das wäre. Das wäre echt. Ätzend wäre das. Na, jetzt muss er doch raus. Sieht ja so aus, ne? Dafür kein Weg drum vorbei. Ah, links an der Böschung anlanden oder hier rechts? Nee. Ah, Scheiße. So, und wieder am Boot. Volle Kraft auf dem Zugspannhinder. Oh, Scheiße, hätte ich vielleicht noch gleich draußen bleiben können. Ich höre den Zug. Einfach geradeaus durch. Was ist denn die?
verlangen hast. Alter Schwede, das nenne ich mal Wild meiner Tüte lassen oder wie auch immer, ey. Ich bin gerade voll durch. So, Vater ummändert hier so vor sich hin. Ja gut, naja, richtig mändern ist das nicht, aber es ist. Sie läuft eben durch ihr Tal. Ja. Sie paddelt da durch. Ich glaube 39 Kilometer hat die Spartau insgesamt. Zur Trave runter und ich wurde heute davon 20 paddeln. Ich glaube, bisher habe ich so viel gar nicht. Ich glaube, es waren schon 16 Kilometer, was ich hatte. Mal gucken. Eigentlich wäre das ganz cool. Es soll eigentlich auch irgendwie hier noch ein Wehr sein. Kilometer habe ich. Also eigentlich sind nur noch 4 Kilometer übrig. Das soll eigentlich zu schaffen sein, oder was? Tja, da habe ich mal nicht die Spartau gefragt. Nur die paar Baumhindernisse wären, ne? Aber nee, ist ja alles scheiße hier. Tja, zu früh gefreut. Alles scheiße. Ist das krass nass, ey. Boah. Wieso würde das, denke ich, alles aussehen? Boah, ey. Guck mal, kann ich einfach. Boah. Mann. So, ich gebe nicht auf. Der Weg ist das Ziel, aber ich will den ganzen Weg. Nicht nur ein Stück und nicht nur die Hälfte. Ja.
irgendwie eine Falle oder so. Oder ein Fotografenstand oder irgendwie sowas. Ne, keine Falle. So Tiere beobachten, das ist bestimmt auch cool. Aber ich hätte gar keinen Bock, was weiß ich, wie lange auf der Lauer zu liegen. Das ist auch nicht meins. Mann, Mann, Mann. Unbedingt weitergehen. Wir werden das noch ganz schön lange. 4 Kilometer. Boah, ups. Das kann alles eigentlich nicht mehr so weit sein. Aber total schön. Trotzdem. Das ist ja wieder so ein Abschnitt, den ich nicht gebrauchen kann. Trotzdem schön. Ja, man kann sich das natürlich alles. Ne, fließt die Schwartrau drumherum um den Riesenstamm da vorne? Oder nicht? Sieht so aus. Wo bisher auch bis auf einen Baum auch keine frischen Sturmschäden. Das war ja eigentlich meine Sorge gewesen. Aber das war bisher nur der eine Baum. Der lag ja nicht so gerade im Weg auf jeden Fall. Oder nicht weiter schlimm, sagen wir es so. Nicht dein Feind sein. Ne? Ah, ich brauche keinen Schimpfen. Das war meine eigene Idee. Robert zwar von Mühle aussteigen können, aber wobei ich nicht einen schönen Stoff passt auch. Ich habe gewusst, dass hier die Frauenhindernisse auf mich warten. Das war ja kein Geheimnis. Und da ist es schon okay. Mann. Ja gut. Da vorne gleich hinten aufsteigen. Das war schlecht, Junge. Das war ganz schlecht. Aber dafür ist jetzt hier ein Bäumchen zu festhalten. Also selbst wenn ich jetzt woanders lang möchte, würde das gar nicht gehen, weil da ein Berg lang ist. Yeah.
ja wohl nichts. Ja. Ach ja, schauen wir mal, wie schlecht oder ach ja, überhaupt nicht. Schauen hier mal. War der Fluss. Wie schlecht oder gut oder wie überhaupt nicht. Weiß hier war der Fluss. Doch wird, ist, weiß ich nicht. Verlassen hier oder was? Ist zu tief in meine Schuhe. Ganz schön weit. Das ist noch ganz schön weit. Wird bestimmt nicht mehr besser als in Schwartau hier.
geht bestimmt die ganze Zeit so weiter. Dann kann ich froh sein, wenn ich das Boot da wieder zurückgezogen bekomme. Ja, ich bin hier auf einem Hochsitz. Die Schwartau ist ab hier einfach nicht mehr passierbar. Es hat keinen Zweck. Das Wetter wird auch nicht besser. Beziehungsweise, es wird eben einfach dunkel. Ne? Ja, es hat sich erledigt. Die Tour ist hier zu Ende. Ich will meinem Bruder Bescheid sagen, dass er mich abholen soll. Und ja. Hier. So sieht das hier aus. Hier an dieser Brücke ist dann meine Schwartau-Tour, wäre sie eigentlich am besten zu Ende gewesen. Weil hier kommt man eigentlich ganz gut raus und da hinten wird es dann doch eher kompliziert. Von daher würde ich jedem empfehlen, der die Schwartau auch mal paddeln möchte, an dieser Brücke auszusteigen und dann den Weg entlang zu gehen und dann hinten wieder einzusetzen. Das sind ungefähr 500 Meter, es geht ein bisschen bergauf und bergab. Aber das ist unproblematischer, als die Schwartau jetzt hier lang zu paddeln. Man kommt ungefähr noch 300 Meter weiter und danach ist Ende. Danach ist einfach zu viel Gestrüpp und dann ist da einfach kein Durchkommen mehr. Ja, das Lustige ist dann eigentlich wieder, dass ich ja an diese Kreuzung, die ihr hinter mir seht, hier ja schon gekommen bin. Ich bin hier ja schon mit dem Kajak lang. Ich hätte da eigentlich nur nach rechts weiter runter gemusst und dann wäre das Abenteuer Schwartau weitergegangen. Vielleicht. Wie ich denke, ich mal eigentlich ganz gut sehen kann, ist die Schwartau von hier wieder erreichbar. Ich hätte mein Boot ungefähr 500 Meter bis hierhin schleppen müssen, statt es bis zur Autobahn wieder zurückzuziehen. Und dann hätte ich hier wahrscheinlich weiter paddeln können. Ob ich denn wirklich noch Schwartau erreicht hätte, das bleibt natürlich offen. Weil bis hierhin ist es ja auch ein ziemlich schwieriger Kampf gewesen auf der Schwartau. Und ja... Wie man sehen kann, sind die Renaturierungsarbeiten noch ziemlich weit vorangeschritten. Ich bin im Januar gepaddelt und wir haben es jetzt März. Und naja, konnte man ja vorher nicht wissen. Aber nächstes Jahr werde ich auf jeden Fall nochmal versuchen, die Schwartau zu paddeln. Es ist eine sehr interessante Tour gewesen, eine sehr schwierige Tour.
und vor allen Dingen auch anstrengend, aber es hat trotzdem riesen Spaß gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst oder ein Abo. Und vielleicht sehen wir uns ja mal wieder oder auf dem Wasser. Bis dann, Leute. Ciao. Ach, und übrigens, man muss die Schwartau nicht unbedingt mit dem Kajak oder mit dem Kanu befahren. Man kann hier, gerade im Riesebusch, kann man auch super schön mit dem Fahrrad an der Schwartau langfahren. Das ist eine sehr schöne Strecke, mit sehr schönen Aussichtspunkten auf die Schwartau. Und ja, das kann ich euch nur empfehlen. Also, viel Spaß, bis dann.